Okay, Leute, ihr habt es nicht anders gewollt. Es geht weiter mit dem Plot-System. Seit der letzten Aufgabe sind für mich schon einige Tage vergangen, seitdem ich das Plot-System weitergemacht habe auch. Deswegen bin ich gleich selbst gespannt, was ich gemacht habe. Beim letzten Mal haben wir es so gemacht, dass man Plots claimen kann. Und heute werden wir es so machen, dass wenn man einen Plot claimt, dass dieses GUI kommt, wo man mehrere Optionen hat. Option 1, Option 2, Option 3, in der perfekten Reihenfolge natürlich und clear. Und ich möchte einfach mal dieses Haus hier haben. Das wird dann hier hingestellt, wunderschön. Wenn ich ein anderes Plot claime, dann geht das andere wieder weg. Ich kann hier Option 1 hinstellen. Ich kann das auch wieder ändern zu Option 2. Oder ich kann clearen und das wäre es dann eigentlich auch schon. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie ich das gemacht habe. Ah ja, ich erinnere mich, ich habe im Starter GUI ein GUI erstellt. Das machen wir jetzt auch einmal kurz. Beziehungsweise ich zeige euch den Aufbau von dem GUI, weil ich hasse es, GUIs zu erstellen. Ich zeige euch einfach, wie ich es gemacht habe. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem GUI habt oder hier nicht weiterkommt, dann schaut euch meine Roblox Studio Lernserie zu GUIs an. Die ist jetzt oben auf dem i verlinkt mit der ersten Folge, wo es um GUIs geht. Da lernt ihr eigentlich alles, was ihr hierfür braucht. Und wenn ihr Part 1 noch nicht gesehen habt, dann schaut euch vorher Part 1 an. Der ist, glaube ich, auch irgendwo verlinkt. Wir fügen zum Starter GUI ein Screen GUI hinzu. Wir nennen das um in Choose Option GUI. Da drin haben wir ein Script, das schreiben wir später, und ein Frame. Den Frame mache ich jetzt erstmal visible. So sieht der Frame aus. So sieht das ganze GUI tatsächlich aus. Also damit ihr seht, der Frame hat diese Farbe. Anchor Point 0,5 und Enter ist immer sehr wichtig. Position 0,5 und Enter und dann habe ich es ein bisschen nach oben geschoben. Size ist 0,5 und 0,3. Aber warum ist dann Ausrufezeichen? Weil es überschrieben wird von einer Instanz, die ich hinzugefügt habe. Und zwar ein UI Aspect Ratio Constraint, den ich auf 2,9 gestellt habe. Damit stelle ich das Seitenverhältnis ein. Zum Beispiel kann man das auf 1 packen oder auf 2 oder auf 3 oder auf 4. Und dann passt sich das halt an und 2,9 ist halt das, wofür ich es gemacht habe. Bevor wir weiter mit dem Frame machen, fällt mir noch ein beim Choose Option GUI. Seht das hier die Einstellungen, Fullscreen Extension, Core UI, Safe Inserts, Clip Descendant, Safe Area. Ich habe da an sich nichts geändert. Auch Reset on Spawn ist immer noch auf True. Dementsprechend, da habe ich nichts geändert. So, dann habe ich UI Corner hinzugefügt mit 10 Pixeln, UI Padding, damit einfach so ein Rand hier ist von 10 Pixeln an allen Stellen, also 0,10 und das in jeder einzelnen Option. Und dann ist da drin ein Scrolling Frame, der steht auf 0,5,0,5, Position 0,5,0,5 und Size auf 1, aber er ist halt 10 Pixel kleiner wegen dem UI Padding. Und warum haben wir das gemacht? Weil man Scrolling Frames keine abgerundeten Ecken geben kann. Beim Scrolling Frame ist die Canvas Size auf 0, Canvas Position auf 0, aber die passt sich sowieso an. Scrolling Direction ist auf X, ganz wichtig. Scrolling Bar Thickness habe ich auf 0, ihr könnt die natürlich auch anpassen, aber so wie ich das GUI gemacht habe, kann ich mir keine Scrolling Bar erlauben, also habe ich die auf 0. Und sonst habe ich hier, glaube ich, nichts angepasst. Wenn irgendwas anders ist, seht ihr es ja. Und ein bisschen weiter oben, Clip Descendants ist auf True. Dann haben wir noch den Header, das ist einfach nur ein Textlabel oben links mit der Textfarbe das hier. Der Font Fredoka One, Text Scaled ist auf True. Choose an Option ist der Text und ganz oben haben wir diese Einstellung. Anchor Point ist 0,5,0,5. Position ist die hier, die habe ich einfach per Hand dorthin geschoben. Size ist die hier, habe ich auch einfach per Hand gemacht, damit es einfach so aussieht. Und da drin ist nochmal UI Padding von 10 Pixel von links, damit es einfach aligned mit dem Screen UI und mit der Corner hier. Und dann noch eine UI Stroke mit dieser Farbe und 3 Pixeln Thickness. Im Scrolling Frame haben wir ein UI List Layout und den Template Button. Im UI List Layout haben wir ein Fixed Scrolling Frame ohne E with List Script. Ich benenne es mal um in Scrolling Frame mit einem E. Vor allem das hier ist zusammengeschrieben, da die Leerzeichen, der Name ist vollkommen egal. Und da ist einfach nur dieser Code drin. Wir holen uns den Workspace. Wir holen uns die Current Camera, wir holen uns die Liste, den Scrolling Frame und dann haben wir eine Funktion Update Canvas Size, die die Scrolling Bar.Canvas Size auf jedem 2. From Offset List.AbsoluteContentSize.x und List.AbsoluteContentSize.y einstellt. Diese Funktion wird an Child Edit beim Scrolling Frame, Child Remove beim Scrolling Frame und Camera Get Property Change Signal Viewport Size Connected. Dann warten wir nochmal einen Frame, weil es einfach so ist, keine Ahnung, und updaten die Canvas Size dann einmal manuell und dann wäre das Ding auch erledigt. Und dann haben wir hier noch den Template-Button und der Template-Button ist ein Text-Button ohne Text. Wichtig, ich habe hier beim Text nichts drin stehen. Ihr könnt auch einen Image-Button ohne Bild nehmen, macht keinen Unterschied. Er hat den Anchor Point nicht angepasst, die Positionen nicht angepasst, weil die werden von List Layout gemacht. Die Size ist ungefähr auf quadratisch geschoben, aber wir haben in dem Template Button ein UI Aspect Ratio Constraint, welches es auf quadratisch macht. UI Corner mit 10 Pixeln, UI Padding mit 10 Pixeln komplett außenrum.
Und dann haben wir da drin einen Viewport-Frame, der durch das UI-Padding halt diese 10 Pixel Abstand hat. Und der hat den Anchor-Point 0,5,0,5, Position 0,5,0,4 und Size 1,0,0,8,0. Den Rest habe ich, glaube ich, so gelassen, wie es ist. Der Viewport-Frame ist eine Instanz, die ich euch, glaube ich, in keinem meiner Tutorials bisher gezeigt habe. Das ist einfach nur ein Frame, in dem man ein Kamerabild sozusagen darstellen kann. Wir können in den Viewport-Frame ein Model reinpacken und das Model ist dann im GUI als 3D-Objekt zu sehen. Werden wir gleich per Code machen. Dann haben wir noch ein Textlabel, das ist hier unten. Da haben wir Anchor Point 0,5,0,5, Position 0,5,0,9,0 und Size 1,0,2,0, damit es einfach da unten ist und so klein ist. Font wieder Fredoka 1, Text Scaled ist wieder True, Text Size ist egal, Text X und Y Alignment ist Center, noch irgendwas Wichtiges, ah ja, die Text Color ist die hier. Und das wär's dann. Hier drin haben wir nochmal UI Padding. Mit 5 Pixeln nach links und 5 Pixeln nach rechts, damit der Text noch so ein bisschen weiter eingeht. Wenn wir UI-Padding hier ausschalten, dann sieht es halt so aus, ist ein bisschen größer. So, und das wär's dann auch. Das blöde GUI ist fertig, hat ziemlich lange gedauert, es euch zu erklären, aber wir haben das GUI, das ist ein Starter-GUI drin. Und jetzt kümmern wir uns um das Script. Das Script ist einfach ein Local-Script im GUI drin. Die Services, die wir brauchen, sind der Replicated Storage und der User Input Service. Dann brauchen wir aus dem Replicated Storage noch die Option und das Remote Event. Also Option ist gleich Wait for Child Option. Remote Event ist ein Remote Event. Replicated Storage, Wait for Child, Plot Remote. Und das sind zwei Sachen, die wir in der letzten Folge schon vorbereitet haben. Dem Server Script Service, das Plot System, den Optionen Folder mit den Optionen. Darauf gehen wir aber gleich nochmal ein, was ich daran geändert habe. Also da keine Sorgen. Und dann holen wir uns den GUI Kram. Also Choose Option GUI ist gleich Script.Parent. Frame ist gleich Choose Option GUI Doppelpunkt Wait for Child Frame und Template Button ist gleich Frame Doppelpunkt Wait for Child Scrolling Frame Doppelpunkt Wait for Child Template Button. So, habt ihr abgeschrieben? Nein? Okay. Wenn wir den Template Button nicht finden sollten, dann brechen wir am besten ab. Wir sollten ihn aber am besten schon finden. Wir schicken einfach eine Warnung raus, damit ihr das bei euch in der Konsole seht und wisst, ihr habt irgendwas falsch gemacht. Also if not template button, dann warnen wir wo GUI und returnen. Dann stellen wir den template button hier unten auf unserer ausführenden Seite auf invisible, weil der template button ist ja nur unser Template hier im Scrolling Frame drin, welches unsichtbar ist und aus diesem template button machen wir dann weitere Optionen, auf die der Spieler später wirklich raufklicken kann. Jetzt setzen wir unsere ganzen Optionen erstmal auf, dafür schreiben wir einen Loop, also vor Unterstrich Komma Option Doppelpunkt Model in Optionen Doppelpunkt Get Children Do und dann erstellen wir den Button für diese Option. Das heißt, local button ist gleich template button Doppelpunkt clone button.textlabel.text ist gleich option.name. Und noch einmal, falls ihr nicht wisst, was diese Optionen sind, die Optionen sind im Replicated Storage ein Folder. In dem Folder sind, ich mach mal hier das Frame, den Frame wieder auf Visible False, das könnt ihr auch machen, weil wir das nicht mehr brauchen. Es sind einfach nur Models. Hier, wir haben das Model Clear. Option 1, Option 2, Option 3, die später auf die Grundstücke gepackt werden. Da könnt ihr noch eigene Models draus machen. Und diesen Folder packt ihr dann natürlich wieder in den Replicated Storage. Wir gehen gleich nochmal genauer auf die Optionen ein. Jetzt wird der Viewport Frame aufgesetzt. Und um im Viewport Frame etwas anzuzeigen, brauchen wir erstmal eine Kopie von der Option, die wir darin anzeigen können. Also sagen wir Local Viewport Dings ist gleich Option Doppelpunkt Clone. Und dann schreiben wir noch Viewport Dings.Parent ist gleich Button.Viewport Frame. Und Viewport Dings Doppelpunkt Pivot to CFrame.new Vector 3.0, das heißt, es wird auf Position 0,0,0 gepackt und es soll in Richtung 0,0,5,1 schauen, weil das ist dann die Ausrichtung. Das mit der Viewport-Frame-Ausrichtung ist ein bisschen kompliziert. Wir werden gleich nochmal ein bisschen auf diese Ausrichtung eingehen, aber das sind die Werte, die ich für mein Ding nehme. Und der Viewport-Frame braucht auch eine Kamera, über die dann dieses Objekt angeschaut werden kann. Also erstellen wir uns auch eine Kamera. LocalCam ist gleich Instance.newCamera. Button.ViewportFrame.CurrentCamera ist diese Kamera. Dadurch stellen wir dann ein, dass die Kamera auch zum Viewport-Frame gehört. Und Kamera.Parent ist gleich der Viewport-Frame. Und dann müssen wir die Kamera richtig ausrichten, dass sie wirklich das gesamte Model anschauen kann. Und das ist ziemlich viel komplizierte Mathematik, auf die ich gar keinen Bock habe. Deswegen bin ich ins Developer-Forum gegangen und habe mir da einfach ein bisschen Code geklaut. Und wenn ich Code klaue, dann markiere ich mir den auch immer als geklaut. Den schreibe ich hier oben einfach hin. Und der sieht so aus. Code von TheGamer101 aus dem Dev-Forum geklaut. Hier ist dann noch der Link, wo ich es her geklaut habe. Und diesen Link, den packe ich euch auch in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr dann auch klauen. In dem Thread wurde dann noch von jemand anderen aufgezeigt, was für Schwächen dieser Code hat und wie man es verbessern kann. Aber das war mir jetzt einfach zu viel. Und ich habe es einfach so gelassen, wie es ist. Weil wir wollen jetzt keine Raketenwissenschaft daraus machen.
machen, dass das Model wirklich perfekt im Frame ist. Es reicht, wenn es so ziemlich im Frame ist und wenn ein bisschen was links, rechts, oben, unten rüber schaut, meinetwegen. Ist mir egal, weil ich bin nicht so der Mathe-Typ. Und diesen Code, den wir hier geschrieben haben, ihr könnt ihn jetzt abtippen oder ihr geht auf den Link in der Videobeschreibung und klaut ihn von dort selber. Den benutzen wir jetzt einfach, indem wir hier unten schreiben Viewport Frame, Zoom to Extents, Camera und Viewport Dings. Dann will ich ja noch, dass man die Möglichkeit hat, seinen Plot zu clearen, und dafür habe ich zu den Optionen extra eine Option hinzugefügt, die heißt Clear und die ist einfach nur so ein X. Und das habe ich gemacht, weil ich ein fauler Sack bin und keinen Bock habe, dafür extra irgendwas zu coden, sondern wir nehmen einfach den Code, den wir schon haben und schreiben ein kleines extra Statement dafür rein. Deswegen schreiben wir hier unten einmal if Option.name ist gleich clear, then button.layoutOrder ist -1, das heißt clear ist immer ganz am Anfang. Und viel mehr müssen wir für dieses Clear-Ding gar nicht machen, den Rest machen wir nämlich einfach im Server-Script. Jetzt schreiben wir noch einmal schnell button.name ist gleich Option.name, button.visible ist gleich true und button.parent ist gleich template.button.parent, damit der Button da ist. Und wenn der Button angeklickt wird, wollen wir natürlich auch, dass die Option gewählt wird. Das heißt, wir schreiben button.activate doppelpunkt.connect function input object bla bla bla. Das hier ist ganz normal der Code, der da reinkommt. Plot remote doppelpunkt.fire server mit Option.name und frame.visible ist gleich false. Das heißt, der Frame wird dann wieder ausgeblendet, weil wir haben die Option gewählt und sie an den Server geschickt. Jetzt wollen wir nur noch das GUI schließen, wenn wir keine Option wählen wollen. Und ich habe da immer meinen persönlichen kleinen, was heißt persönlichen, diesen Code benutzen viele so. Aber ich habe es gerne so, dass wenn ich aus dem GUI einfach rausklicke ins Nichts, dass es automatisch geschlossen wird. Ihr könnt bei euch einen Schließen-Button hinzufügen, wenn ihr das nicht wollt. Ich mache das gerne so, weil ich finde es einfach intuitiver. Deswegen tracken wir erstmal, ob sich die Maus überhaupt im Frame befindet. Für Mobile-Nutzer müssen wir natürlich auch Touch-Tab connecten, deswegen schreiben wir einmal User Input Service Touch Tab, Doppelpunkt Connect Function, Touch Positions, bla bla bla, Game Processed. Und dann sagen wir if Game Processed oder Maus im Frame, then return N. Und sonst sagen wir Frame.visible ist gleich false. Und jetzt kommt der Code für PC-Spieler und Konsolenspieler. User Input Service, Input Ended, Doppelpunkt Connect Function, Input, Input Object, Game Processed Event Boolean, if Game Processed Event or Maus im Frame, then return End. Und dann sagen wir if Input.UserInputType ist gleich Enum.UserInputType Maus Button 1 oder Input.KeyCode ist gleich Button B oder Input.KeyCode ist gleich Enum.KeyCode.X, then Frame.Visible ist gleich False. Das heißt, wenn sich die Maus nicht im Frame befindet und man mit der linken Maustaste klickt oder am Controller den B-Button drückt, Xbox-Controller by the way, oder auf der Tastatur die Taste X drückt, dann returnen wir. Vielleicht hätte ich hierfür nochmal ein extra Statement machen sollen, wenn die Maus doch im Frame ist, dann auch X, aber das könnt ihr selber machen. Das ist jetzt ein kleiner Flaw, der mir ziemlich egal ist. Und als allerletztes möchten wir natürlich noch das GUI anzeigen, wenn der Server uns sagt, wir sollen eine Option wählen. Das heißt, wir schreiben unten plotRemote.onClientEventDoppelpunktConnectFunctionFrame.visible ist gleich true. Und das wär's. Das hier ist das gesamte Client-Script in dem GUI und mehr kommt hier nicht dazu. Das war's. Endlich haben wir es hinter uns. Jetzt kommen wir noch einmal zu den wichtigen Sachen, die am Server beachtet werden müssen. Erstens die Optionen. Gehen wir nochmal auf die Optionen ein. Die Optionen werden ausgerichtet mit Pivot2. Das bedeutet, jede einzelne Option muss ein Model sein und bei jeder einzelnen Option muss das Base-Part, also das Primary-Part hier, festgelegt sein. Ich habe bei dem Clear-Ding extra ein unsichtbares Part hier in die Mitte von dem X gepackt, welches leicht nach unten guckt. Warum? Der Code, wie ich ihn hier gemacht habe, wichtig ist, genau dieses Vector3.new sorgt dafür, dass das Part leicht nach oben schaut und nach vorne oder zur Seite oder so guckt. Bei X- und Z-Koordinaten bin ich mir nie so ganz sicher, in welche Richtung das ist, aber diese 1 hier sorgt dafür, dass es in die richtige Richtung schaut. Und dieses 0,5 sorgt dafür, dass es so ein bisschen nach oben schaut. Weil die Kamera richtet sich, wenn man ein Model auswählt und diese Funktion nutzt, immer so ungefähr aus. Und ich will nicht komplett drauf schauen auf das Ding, deswegen habe ich gesagt, es soll selber ein bisschen... Deswegen habe ich gesagt, dass er selber ein bisschen nach oben schaut. Vielleicht nicht so sehr, sondern einfach so ein bisschen nach oben schauen, damit der Winkel nicht so stark ist. Dafür ist es natürlich wichtig zu wissen, in welche Richtung das Base-Part schaut. Das heißt, dieses unsichtbare Base-Part, das ich hier festgelegt habe, bei dem kann ich einen Rechtsklick drauf machen, dann Ausrichtungsindikator anzeigen und dann seht ihr, dieses F schaut nach vorne und nach oben. Das heißt, das X guckt ein bisschen nach unten, damit wir, wenn wir von hier aus schräg oben raufschauen, gerade auf das X raufschauen. Versteht ihr? Ich auch nicht. Aber es ist so. Also wenn ihr an der Ausrichtung irgendwas ändern wollt, ihr könnt theoretisch das Ding hier drehen, so dass die Kamera am Ende passt. Oder ihr könnt hier diesen Wert anpassen. 0 für einen steileren Winkel von oben, 1 für einen Winkel von gerade vorne, glaube ich sogar. Bin ich mir gar nicht so sicher. Muss man ausprobieren. Damit ihr das testen könnt, schlage ich euch vor, ihr stellt bei dem Frame noch einmal Visible of True. Packt natürlich eure Optionen wieder in den Replicated Storage
und klickt einfach auf Play. Dann wird das UI aufgesetzt anhand der Optionen, dann könnt ihr gucken. Und das X wird ziemlich gerade von vorne angeschaut. Die Dinger ein bisschen von oben, wie ihr seht. Und das ist ein Winkel, der mir gefällt. Wenn euch der Winkel nicht gefällt, dann müsst ihr den Winkel halt entweder im Code oder bei dem Basepart anpassen. Ich schlage vor, dass ihr es beim Code macht, weil bei dem X ist das eine andere Sache. Ich packe den Frame mal wieder auf Invisible. Bei dem X ist das eine andere Sache, aber auch diese Häuser wollen wir auf die Grundstücke packen mit Pivot 2. Und da wäre es blöd, wenn die irgendwie schief dastehen. Dementsprechend habe ich bei all diesen Häusern natürlich auch ein Basepart. Das wäre das Part hier unten. Das schlage ich euch auch vor, dass ihr einfach den Boden nehmt und natürlich auch wieder Ausrichtungsindikator anzeigt, dass das Ding nach vorne und mit dem grünen Pfeil nach oben schaut, wenn ihr wollt, dass es so ist. Die nächste Sache, die ich euch vorschlagen kann, ist, dass ihr einfach überall ein unsichtbares Part in exakt der gleichen Größe wie den Plot habt und das Haus so baut, als wäre es schon auf diesem Plot drauf. Dieses Part hier macht ihr unsichtbar, packt es rein, setzt es als Primary Part. By the way, ihr klickt auf das Model, dann klickt ihr auf Primary Part und wählt dann das Primary Part aus und dann ist es gesetzt, weil so habt ihr absolute Kontrolle darüber, wie das Haus auf dem Grundstück draufsteht. Hier habe ich zum Beispiel einfach irgendein Part genommen und deswegen wird das Ding auch im Boden versinken, weil die Mitte von diesem Part wird bei der Mitte von diesem Part liegen, was dafür sorgt, dass das ganze Ding im Boden versinkt. Probiert euch einfach ein bisschen aus. Die Optionen sind jetzt aufgesetzt. Ich packe sie wieder in Replicated Storage und wir gucken jetzt auch einmal in Server Script rein, weil hier habe ich natürlich auch ein bisschen was weitergeschrieben. Einerseits habe ich mir diesen Inhalt entfernen, Part aus Clear Plot kopiert und bin bei Edit Plot reingegangen und habe es hier einfach reinkopiert, weil wenn Plot geeditet wird, muss das Plot natürlich erstmal geklärt werden. Aber wir wollen nicht das komplette Plot klären, es sei denn, es wird die Option Clear ausgewählt. Das habe ich auch dazu geschrieben. If Option ist gleich Clear, then Clear Plot und Return. Und ansonsten, wenn es nicht Clear ist, klären wir das Plot, ohne halt den Owner wegzunehmen, weil die Clear Plot Funktion sorgt ja dafür, dass der Owner wieder zurückgesetzt wird. Und dann sagen wir, Option ist gleich Option und Doppelpunkt Find First Child Option. If not Option, Return End. Und dann sagen wir Option Doppelpunkt Clone. Option Doppelpunkt Pivot to Plot.Base.CFrame, weil in all unseren Plots haben wir das Primary Part Base genannt. Wenn ihr das nicht getan habt, dann könnt ihr auch Primary Part.CFrame machen, ist ja auch egal, aber die Pivot to Funktion sorgt auf jeden Fall dafür, dass euer Model ein Primary Part braucht. Und dann sagen wir noch Option.Parent ist gleich Plot.Inhalt, damit es sich in dem Inhaltsfolder vom Plot befindet und dann auch geklärt werden kann, wenn das Plot geklärt wird. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die ich angepasst habe? Ich weiß es gar nicht, weil es so lange her ist. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Wir gucken hier noch einmal durch. Ihr könnt auch noch einmal über das Skript rüberschauen, ob euch da irgendwas auffällt, was nicht stimmt. Oder falls ihr das Tutorial schaut, ohne den ersten Part gesehen zu haben, dann habt ihr jetzt auch alles gesehen. Und ihr könnt jetzt natürlich beliebig neue Optionen hinzufügen. Das heißt, wir holen uns den Optionenfolder nochmal rein. Wir können auch mal auf die Toolbox gehen, geben hier Modern House ein. Dann finden wir hier dieses Two-Story Modern House. Ziehen wir rein. Ist ein bisschen groß für unser Plot, deswegen nehme ich das einfach mal nicht, sondern suche nach Small Modern House. Das ist noch größer. Vielleicht hätte ich die Plots auch größer machen müssen. Wer weiß. Nehmen wir das hier. Das wird klein genug sein. Ja, und das leuchtet enorm. Aber meinetwegen, das packen wir jetzt einfach so hin, wie wir es haben wollen. Das ist jetzt mein Tipp, den ich euch zeigen wollte. Es ist sogar ein bisschen zu groß. Wir wollen keine zu großen Häuser haben. Die sollen schon aufs Plot draufpassen. Dann machen wir eine Kopie von dieser Base. Dann klicken wir auf das Haus. Machen Steuerung, Shift, Alt und V, damit es an exakt derselben Position, aber in diesem Haus hinzugefügt wird. Wir benennen das Model um in Haus und nehmen hier das Surface GUI raus aus der Base. Wir packen bei der Base die Transparency auf 1, damit es komplett unsichtbar ist. Und wir stellen bei dem Haus das Primary Part auf Base ein. Und damit wäre das Ding dann gemacht. Das Haus wird wahrscheinlich laggen, oder? Pointlight, das nehme ich raus. Und wir noch weitere? Ja, ich nehme alle Pointlights raus, damit es nicht so super hell ist. Oh Gott, so viele Lichter. Kein Wunder, dass das alles so hell ist. So, der Rest scheint ganz normale Part zu sein. Dieses Haus packen wir dann einfach in den Optionen-Folder rein. Blub. Und packen den Optionen-Folder wieder in den Replicated Storage. Und jetzt testen wir den ganzen Spaß einmal aus, indem wir sagen, spielen. Wir laufen jetzt zu unseren Plots, claimen den Plot und sehen dann unsere Optionen. Können hier rüber scrollen und hier steht Maus, weil ich Haus falsch geschrieben habe. Aber ihr seht auch, weil die Baseplate größer ist als das Haus und unsichtbar ist, passt es dadurch dann auch tatsächlich in den Frame rein, nicht so wie Option 1. Dementsprechend hat es sogar einen Vorteil, es mit einer unsichtbaren Baseplate zu machen. Wir klicken auf Maus. Bup, und es ist exakt da, wo wir es haben wollten. Es liegt sogar genauso auf dem Boden auf, beziehungsweise es schwebt ein bisschen über dem Boden drüber, weil wir es offenbar auch so platziert haben. Und ich passe nicht mal in das Haus rein. Ja, weil ich nicht reinpasse, nehme ich jetzt stattdessen doch Option 3. Die gefällt mir besser, da kann ich wenigstens rein, auch wenn es auch kein richtiges Haus ist. Wir können auf Clear drücken, um es zu clearen.
Und das ist dann unser GUI, mit dem wir Häuser auf unseren Grundstücken platzieren können, wie in Brookhaven. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, wie man es erweitern kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht mache ich noch einen dritten Part, aber ich denke, das sollte es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder teilt das Video, das unterstützt mich enorm, weil die Videos werden halt echt nicht viel gesehen. Ihr könnt euch auch das Video anschauen, das hier jetzt eingeblendet ist. Bis dann und ciao!